In der Zeit, in der wir jetzt eben nicht nur in Österreich leben. Bedeutet die Anspruchnahme des Rechts auf freie Meinungsäußerung, wenn sie mit sehr heiklen Tatsachen über die Regierungstätigkeit verbunden ist, das Risiko der Existenzgefährdung und der zivilrechtlichen und strafrechtlichen Verfolgung. Zack, zack berichtet ausschließlich über Tatsachen. Trotzdem kriegen wir in regelmäßigen Abständen Millionen Klagen. Es bleibt uns nichts anderes über, als sie zu gewinnen und zu sagen, diese Orte des österreichischen Rechtsstaats, die Gerichte mit dem wunderbaren Instrument der Wahrheitspflicht, die können wir nützen. Wir müssen dieses Risiko eingehen, weil wir gleichzeitig die Chance haben, diesen Herrschaften dann vor Gericht zu begegnen. Und wir werden dieses Vergnügen mit Herrn Benko haben und ich habe ihm schon ausrichten lassen, wenn er meint, es geht um 2 Millionen, dann geht es für ihn um 2 Stunden. Um 2 Stunden einer persönlichen Befragung durch mich unter Wahrheitspflicht. Und dann schauen wir uns an, was bei diesem Verfahren rauskommt. Und auch bei einigen anderen. Und weil ich so professionelle Unterstützung beim Verfassen dieses Buches hatte und weil man sich, glaube ich, auch dafür entschieden hat, es einmal mit Totschweigen zu versuchen, deshalb ist hier bis jetzt nichts geklagt worden. Ich sage Ihnen jetzt schon, das wird sich ändern. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil das der erste politische Teil der Recherche ist. In diesem Buch habe ich ganz bewusst ein politisches System und eine politische Gefahr beschrieben. Und das ist keine österreichische Gefahr, obwohl die Freie Republik Österreich und der österreichische Rechtsstaat in unglaublichem Maße gefährdet sind. Wir kommen noch in einigen Details auf das zurück. Aber in erster Linie deswegen, weil Sebastian Kurz ein politischer Superspreader ist. In Wuhan kann man darüber diskutieren, woher das Zeug kommt. In Wien braucht man nicht darüber diskutieren. Das kommt aus der jungen ÖVP und aus diesem Jüngerzirkel rund um den Bundeskanzler. Superspreader heißt, dass wir heute zuschauen können, wie ein bayerischer Regierungschef und rechte CDU-Spitzen den botscherten Wahlkampf eines Herrn Laschet ruinieren, auf freundlichste Art und Weise ruinieren, um diesen Flügel, den alten Merkel und den alten christdemokratischen Flügel der CDU begraben zu können. Und dann wird in Deutschland eine vollkommen andere Entscheidung getroffen, nämlich, wie beantworten wir die einfachste Frage, die sich der Politik in dieser Situation stellt, nämlich, wenn ein Würstel wie Sebastian Kurz in Österreich die totale Macht übernehmen kann, warum probieren wir viel stärkeren Persönlichkeiten mit viel stärkeren Unterstützern das nicht auch in Deutschland? Was in Österreich als Generalprobe geht, kann in Deutschland endgültig zur politischen Katastrophe werden. Und niemand soll mir erzählen, dass das alles nur in Österreich möglich ist. Viele haben uns erzählt, dass das alles nur in Russland möglich ist. Und viele erzählen uns nach wie vor, dass das alles nur in Ungarn möglich ist. Und jetzt reden sich viele in Deutschland gegenseitig zu, dass das alles nur in Österreich möglich ist. Ja, wenn der Bundeskanzler Kurz europäische Pläne nach Kräften sabotiert, dann richtet er nur marginalen Schaden an. Wenn das aber in Deutschland Schule macht, weil die österreichische Generalprobe geklappt hat, dann ist das der Anfang vom Ende der deutsch-französischen Achse und wahrscheinlich der Anfang vom Ende der Europäischen Union. Und wir müssen uns klar werden, dass in Zeiten wie diesen, in unruhigen Zeiten, in Umbruchszeiten, in Zeiten, wo es keine politische Stabilität mehr gibt, dass in diesen Zeiten alles möglich ist. Das begründet Hoffnungen und das sollten wir nie vergessen. Das birgt auch große Chancen, aber derzeit in erster Linie große Gefahren. Im Kern ist der Versuch von Sebastian Kurz und seiner Gruppe nichts anderes
als einer traditionell christdemokratischen Staatspartei ein freiheitliches Herz einzupflanzen. Das ist ein Transplantationsprojekt. Wenn dieses Transplantationsprojekt gelingt, dann bedroht nicht eine traditionell extrem rechte Partei nach Statur der Freiheitlichen Partei, die österreichische Demokratie, sondern dann wird sie bedroht durch eine Partei, die von innen kommt, durch eine der beiden großen Staatsparteien der Zweiten Republik, die plötzlich im Kern etwas anderes geworden ist. Und wenn eine innen blau und außen türkis gewordene ehemalige christdemokratische Partei nicht nur ausländerfeindlich, sondern europafeindlich wird, dann wird es schlicht und einfach gefährlich. Das ist der Kern des Projekts von Sebastian Kurz. Was passiert konkret? Und das war die Aufgabe, die wir uns für dieses Buch gestellt haben. Machtübernahmen in Staaten des 21. Jahrhunderts, im Herzen und am Rande Europas, verlaufen alle nach demselben Muster. Zuerst der Geheimdienst, dann die Polizei und hier im Wesentlichen die Kriminalpolizei, dann die Justiz und hier vor allem die Staatsanwaltschaften und dann die Medien. Nicht das Parlament. Das Parlament fällt von selbst. Ein Regime wie das Regime von Sebastian Kurz oder Viktor Orban wird größten Wert darauf legen, dass weiter demokratisch gewählt wird. Es verfügt dann nur über die Mittel, die Opposition stumm zu schalten. Und das ist ganz entscheidend. Wenn Sie als Oppositionsabgeordneter oder als Oppositionsabgeordnete dann im Parlament sitzen und reden Sie mit den Leuten, ich kenne Sie gut und ich kenne das Parlament gut genug, dann werden die Ihnen sagen, wir werden immer weniger gehört, wir haben immer mehr zu sagen und wir kriegen immer weniger Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit schrumpft und gleichzeitig wächst die Kanzleröffentlichkeit und wird von einer freien Öffentlichkeit zu einer bestellten Öffentlichkeit, wo in der Früh Nachrichtenbestellungen im Kanzleramt aufgegeben waren und am Nachmittag exekutiert werden, vom Königlberg bis in die Redaktionen fast aller großen Tageszeitungen. Da sind wir jetzt. Wir haben das selbst jetzt erlebt. Ich kenne die Geschichten von Zack Zack. Und ich kenne die Geschichten, mit denen wir früher alle Aufmerksamkeit dieser Republik hatten. Wenn wir früher Geschichten wie die Recherche in der Pratersauna in einem der Hotspots von Sebastian Kurz und seinen Freunden, wenn wir das vor 5 oder 10 Jahren thematisiert hätten, das wären Schlagzeilen gewesen und das wäre Tag und Nacht diskutiert worden. Uns fragen jetzt hochqualifizierte Journalistinnen und Journalisten, was ist da wirklich passiert? Können Sie das wirklich alles beweisen? Und wir zeigen Ihnen die Beweise. Und Sie sagen, das ist eine unglaubliche Geschichte. Diese Journalisten kontaktieren uns aus Zürich, aus München, aus Berlin und aus Brüssel. Mit unserem Chefredakteur Thomas Wallach war ein Redakteur einer sehr, sehr großen Tageszeitung dort. Die haben es zu zweit gemacht. Diese Tageszeitung hat keine Zeile drüber geschrieben. Das ist nicht mehr schreibbar. Und demnächst ist es auch im ORF soweit. Wir werden Stück für Stück berichten müssen, was dort passiert und wie dort umgebaut wird. So, und warum nennen wir das und warum nenne ich das ein Regime? Das ist keine Diktatur. Ein Regime bezeichnet was ganz Einfaches. Eine Regierungsform, in der die Gewaltentrennung aufgehoben ist. Eine Regierungsform, in der die Justiz, die unabhängige Gesetzgebung
und die Exekutive, also die Verwaltung, mit der Regierung an der Spitze nicht mehr voneinander getrennt sind und alle Macht in diesen drei Gewalten in einer Hand, in einer Partei und in der Hand eines Führers vereint sind. Genau an diesem Punkt wird aus einer Regierung ein Regime und aus einem Bundeskanzler ein Führer. Und genau an dem Punkt sind wir. Da ist es noch ein langer Weg zu einer Diktatur. Aber die größten Hindernisse sind bereits aus dem Weg geräumt. Und an diesem Punkt stehen wir. Wir können immer nach Ungarn, immer nach Budapest schauen und dort nachschauen, wie spät ist es? Was haben wir noch vor uns? Und wir können das wie in einem Drehbuch mitverfolgen und feststellen. Und deswegen habe ich das Buch genau so und eigentlich chronologisch als Machtergreifung und dann Machtausübung beschrieben. Wir können ganz genau Station für Station verfolgen. Vom lächerlichen Geilomobil eines Jungstaatssekretärs, über den am Anfang fast alle gelacht haben, bis zu den Präsentationen des Innenministers vor den gepanzerten Fahrzeugen einer Exekutive, die nur noch von einer Partei kontrolliert wird. Und jetzt komme ich zum heikelsten Teil des Buches und über diesen Teil ist in österreichischen Medien null berichtet worden. Ich erzähle aus einer kleinen Erfahrung. Ich sitze mit einer bekannten innenpolitischen Journalistin, die mich über das Buch interviewt hat und sagt, Sie haben doch sicher gelesen, diesen Chatverkehr zwischen dem Kabinettschef Gleubmüller im Innenministerium und dem späteren Kriminalpolizeichef Holzer im Bundeskriminalamt. Sie hat gesagt, ja, das war allerdings allerhand, was da drin steht. Da steht drin, und ich habe das in einem Kapitel detailliert beschrieben, dass in einer sehr sensiblen Situation vom Kabinettschef der Kabinettschef befürchten musste, dass ermittelt wird. Und der Beamte Holzer des Bundeskriminalamtes sich beim Kabinettschef meldet und ihm schreibt, pass auf, Kabinettschef, du und der türkise stellvertretende Chef des Verfassungsschutzes steht im Mittelpunkt einer Telefonüberwachung des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung. Hier besteht der Verdacht, dass eine ganz entscheidende Ermittlungsmaßnahme der Korruptionsbekämpfung verraten worden ist. Das spielt öffentlich keine Rolle mehr. Und ich habe mich gefragt, warum ist diese Geschichte, die in vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren eine Riesengeschichte gewesen wäre und zu Rücktritten geführt hätte. Warum ist das plötzlich keine Geschichte? Und dann wird es klar, wenn man sieht, was sich im System getan hat. Die Kriminalpolizei ist nicht mehr, zumindest an ihrer Spitze und in wesentlichen Einheiten, ausschließlich eine polizeiliche Einheit zur Aufklärung von kriminellen Vorkommnissen. Die Kriminalpolizei ist in wesentlichen Bereichen ein Schutzinstrument für die ÖVP. Und jetzt kommen wir zum Abend des Ibiza-Videos. Am Abend des Ibiza-Videos, und das beschreibe ich aus guten Gründen sehr, sehr detailliert, am Abend des Ibiza-Videos hat nicht nur die Debatte über den Rücktritt von Strache begonnen, sondern ist eine zweite Aktion gestartet worden. Diese zweite Aktion hatte ein Ziel, die Ausschaltung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Spitzen des Justizministeriums, und ihre Namen sind inzwischen bekannt, der wichtigste von ihnen ist Beschuldigter in einem zentralen Strafverfahren. Spitzen des Justizministeriums hatten einen Plan entwickelt und genau an dem Abend mit der Umsetzung begonnen, die WKStA und ihre führenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auszuschalten. Am Montag drauf haben sich die bedrohten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der WKStA mit ihren Anwälten zusammengesetzt
um detailliert zu planen, was tun Sie im Fall von Hausdurchsuchungen in Ihren Büros und Wohnungen, der Überwachung und Sicherstellung Ihrer Mobiltelefone und möglicher Verhaftungen. Das klingt gespenstisch, ist aber exzellent durch Akten und Unterlagen dokumentiert. Es wird auch nicht bestritten. Und die weitere Geschichte bestätigt das. Seit Ibiza geplatzt ist, ist alles unternommen worden, um eine Aufklärung in Richtung Österreichische Volkspartei und Sebastian Kurz zu verhindern. Das ist gegangen von einem Versuch der Beschädigung und Lähmung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Und da gibt es die erste gute Nachricht. Und die lautet, die ÖVP unter Sebastian Kurz konnte diesen Brückenkopf des Rechtsstaates bis heute nicht einnehmen. Der österreichische Rechtsstaat ist in seinem entscheidenden Element in der Staatsanwaltschaft unbeschädigt geblieben und handlungsfähig geblieben. Und genau darum geht es jetzt. Und genau darum geht es jetzt in der Justiz, im Parlament und insbesondere bei den Medien. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kämpfen erfolgreich um die Erhaltung des Rechtsstaats, indem sie versuchen, diese Verfahren ausschließlich nach rechtsstaatlichen Kriterien durchzuführen und so oder so abzuschließen. Im Medienbereich wird die Auseinandersetzung wesentlich härter und wesentlich schwieriger, weil es hier nicht nur um direkte Angriffe, um das Austauschen von Spitzen von Redaktionen nicht nur im Kurier geht, sondern um das Süchtigmachen mit Inseratenmillionen. Wenn Sie heute mit Leuten aus österreichischen Tageszeitungen, die sich früher mal zu Recht als unabhängig bezeichnet haben, wenn Sie heute mit den Leuten dort reden, dann sagen die, wie sollen wir, wenn wir am Nachmittag den Anruf kriegen, wo bereits gedroht wird, okay, ihr könnt das alles schreiben, aber ihr braucht es nicht glauben, dass ihr dann mit Inseratenmillionen belohnt werdet. Und wenn die Dosis immer weiter gesteigert wird und wenn sie jetzt pro Jahr bei 200 Millionen Euro liegt und wenn das weiter gesteigert wird, dann liegen einzelne Zeitungen, es werden immer mehr, wie Inseraten Patienten auf den Intensivstationen der Medienspezialisten des Kurzregimes. Und wenn sie dort liegen, wissen sie ganz genau, es ist ein Herr namens Fleischmann, der den Schalter in der Hand hat und jederzeit den Tropf abdrehen kann. Mit diesem Wissen werden heute Tageszeitungen gemacht und wird in Redaktionen entschieden, ob das eine gute Geschichte ist oder nicht. Und wenn es ums Überleben geht und wenn Sie sich an den Knebel und die Fußfessel eh schon gewöhnt haben, dann wird diese Frage immer öfter mit Nein entschieden. Nein, das ist keine Geschichte. Und das ist der Punkt, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, wo wir einfach vor 2 Jahren gesagt haben, wie sich das schon abgezeichnet hat, wenn die alten Medien nicht mehr können, müssen neue gegründet werden. Nicht eines, sondern möglichst viele. Und nicht nur ein Online-Medium, sondern auch Fernsehen und Radio und was es sonst noch alles gibt. Und deswegen habe ich das Zack-Zack-Kapperl mit, das mich unfassbar verschönt. Und sage jetzt mit diesem Kapperl, ich muss Ihnen erzählen, dieses Kapperl und Zack-Zack und unsere Geschichten reichen, dass der Bundeskanzler in Panik befreundete Journalisten und Journalistinnen ins Bundeskanzleramt einlädt, um gegen uns Pressekonferenzen zu veranstalten. Sie müssen sich vorstellen, ein Online-Medium mit einer Reichweite von 4% österreichweit und knapp 10% Wien, das ist eh eine tolle Entwicklung, hätte ich vor 1 oder 2 Jahren nicht geglaubt, trifft den Nerv des Kanzlers und seines Regimes. Also funktioniert hier was. Das funktioniert aber nur, und der Verlag hat mir diese Eigenwerbung gestattet, wenn wir unterstützt werden. Wir haben kein einziges Regierungsinserat und wir nehmen auch keins. Wir wollen kein Geld von dort. Wir wollen nicht süchtig werden.
Wir brauchen daher Unterstützung. Und Unterstützung heißt Club, zack, zack, Mitglieder, 9,90 Euro pro Monat für Pressefreiheit. Wir haben jetzt knapp 1.800 Mitglieder. Wir brauchen 3.000, damit wir einigermaßen wirtschaftlich über die Runden kommen. Und mit 5.000 sind wir wirklich, wirklich unabhängig, ohne zusätzliche Einnahmen. Wir haben eine Zeit leben können von den Akademiegeldern unserer Liste. Dieses Geld ist aufgebraucht. Wir brauchen jetzt Unterstützung. Pressefreiheit war noch nie so billig. Ich werde dann hinten alle extra abpassen und wer nicht sofort dem Club zack zack beitritt, kann mich kennenlernen. So, bevor ich viel zu lang werde, lese ich jetzt nur ein paar Fragen von Julia vor und wer sie ausnahmsweise wirklich in aller Kürze beantworten. Die erste Frage habe ich beantwortet, kurz ein Regime, Buchtitel klingt hart, wieso haben Sie genau diese Wortwahl getroffen? Das habe ich hoffentlich erklärt. Zweitens, wenn man Ihr Buch liest, wird bewusst, wie lange die Machtübernahme von Kurz geplant wurde und auch, dass sie mehrmals gefährdet war. Wie hätte sie sich verhindern lassen können? Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, weil es hier nicht nur um das Verhindern geht, sondern auch um die Frage, ob es eine wählbare und überzeugende Alternative gibt. In einer Situation, wo Protestwählerinnen und Protestwähler in ganz Europa über Mehrheiten entscheiden. Und ich bin politisch groß geworden, es ist wirklich lange her, in einer Zeit, wo das Wechselwählerinnen und Wechselwähler waren. Leute, die sich politisch was überlegt haben. Das ist heute ganz anders. In einer Zeit, wo Protestwählerinnen und Protestwähler über Mehrheiten entscheiden, können sie entweder den Protest missbrauchen und instrumentalisieren, wie es bei der Ausländerpolitik, aber auch bei wesentlichen Elementen der Covid-Politik passiert, oder sie können versuchen, die Menschen zu überzeugen, ihre Interessen anzusprechen, mit ihnen über ihr Leben, ihre Lebensprobleme zu reden, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie ernst genommen werden und eine Alternative zu erarbeiten. Und eine Alternative beginnt bei glaubwürdig werden, Vertrauen zurückgewinnen und dann sagen, es geht in einem reichen Land wie Österreich, geht das alles, geht die Bildungsreform, geht eine Mindestsicherung, mit der man leben kann, geht Armutsbekämpfung, geht, dass man mit einer einzigen Gesetzesinitiative die Kinderarmut in Österreich abschafft, geht alles, wenn wir es wollen. So kann man Leute überzeugen. Wenn das nicht gemacht wird, kann ich weder Julia Rabinovic noch irgendjemandem von Ihnen eine befriedigende Antwort geben. Und ich bin nimmer im Parlament, ich habe keine politische Führungsrolle, sondern unsere Aufgabe ist es, über Tatsachen zu berichten und einen Gegenpol zu einer freiheitsfeindlichen Regierung zu bilden. Aber eine Alternative entsteht nicht aus einer Online-Tageszeitung. Eine Alternative entsteht dadurch, dass sich Menschen zusammentun und entweder in alten Rahmen, in herkömmlichen und traditionellen Parteien, und das ist nicht abwertend gemeint, oder in neuen Projekten was probieren. So, es hätte einige Punkte gegeben, wo Kurz stürzen hätte können. Das war schon möglich. Aber eines, man muss eins sagen, diese Mischung aus Boy Group und Boston Consulting Group, die sind technisch ziemlich gut. Wissen Sie, worum es gegangen ist in den Tagen nach dem Ibiza-Video? Fast niemand in Österreich weiß, dass es in erster Linie neben dem Versuch, die WKStA auszuschalten, um den Rücktritt von Innenminister Kickl gegangen ist. Und nicht um den Rücktritt von Strache und Gutenus, weil die waren Kurz und seinen Leuten vollkommen wurscht. Es ist darum gegangen, dass ein machtbewusster, freiheitlicher Innenminister, von dem mich nicht nur eine politische Welt trennt, sondern fast alles, was in der Politik vorstellbar ist,
aus einem schwarzen BVD ein blaues BVD macht, aus einer schwarzen Kriminalpolizei eine blaue Kriminalpolizei. Die Schwarzen säubert und die Kriminalpolizei und den Verfassungsschutz gegen die ÖVP in Stellung bringt. Das war für die ÖVP gefährlich. Und deswegen war die überraschende Bedingung kurz nach dem Ibiza-Video nicht Strache und Gudenus muss weg, die waren bereit, sofort zurückzutreten, sondern Kickl muss weg. Und der Bundespräsident hat an dem Punkt ganz offensichtlich die Absichten der ÖVP nicht durchschaut und war bereit, aus vielen guten sachlichen Gründen diese Initiative zu unterstützen. Und später, wir reden über nächstes Jahr, es kommen zwei große politische Krisen auf das Regime Kurz zu. Die erste Krise ist die vierte Covid-Welle. Wir wissen nicht, was hier politisch passiert. Wir wissen nur mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die vierte Covid-Welle auch politisch viel belastender wird als die ersten drei Wellen. Aber die große Gefahr kommt auf Sebastian Kurz etwa im April 2022 zu. Etwa zu diesem Zeitpunkt ist es für die WKStA und für das Justizministerium möglich zu entscheiden, ich formuliere das sehr vorsichtig, ob es zu einer bedrohlichen Anklage gegen Sebastian Kurz kommt. Und bedrohlich heißt eine Anklage wegen Amtsdelikten. Amtsmissbrauch, Verrat von Amtsgeheimnissen, Bestechung, Bestechlichkeit. Das ist was ganz anderes als falsche Zeugenaussage. Wissen Sie, was passiert bei der falschen Zeugenaussage? Da gibt es eine Strafe, sagen wir mal, von 10 Monaten bedingt. Dann sagt Kurz, erstens, das ist Politjustiz. Ich habe nie gelogen und jetzt macht man mich, ein Gericht, ein rotes Gericht, macht mich jetzt zum Lügner. Ich wende mich ans Volk. Und zweitens, na, der automatische Amtsverlust tritt erst ein nach einer Verurteilung von mehr als einem halben Jahr unbedingt oder mehr einem Jahr bedingt. Es gibt keinen automatischen Amtsverlust. Und einen unautomatischen Amtsverlust wird Sebastian Kurz niemals zulassen, weil er keine Alternative hat. Das muss jeder und jede wissen, um ihn zu verstehen. Das ist nicht so, wenn Sebastian Kurz nicht mehr Kanzler ist, dass dann die großen Konzerne am Ballhausplatz stehen und sagen, Herr Kurz, könnten Sie nicht bei uns als Generaldirektor anfangen? Oder Herr Kurz, in Brüssel suchen wir einen Botzen, Kommissionspräsidenten, wären Sie bereit? Nix ist. Die Alternative zu Bundeskanzler Kurz ist ein schwer vermittelbarer Studienabbrecher Sebastian Kurz. Und was für Kurz gilt, gilt für Blümel und für die Verteidigungsministerin. Und ersparen Sie mir den ganzen Rest, weil ich sie zum Teil nicht einmal aufzählen kann. Das ist ein wesentliches Merkmal des Systems Kurz, dass hier ganz bewusst auf sachliche Qualifikation verzichtet wird, weil sachliche Qualifikation Loyalität stört. Wenn wer was kann, kann es sein, dass er das tut, was er kann oder sie kann und glaubt, dass es richtig ist. Wenn wer gar nichts kann, wird er immer folgen. Deswegen geht es nur um Loyalität. Und deswegen haben wir eine Regierung, also im Parlament wäre ich an dieser Stelle sehr polemisch geworden und hätte gesagt, wenn man jetzt die Flaschenpfänder zusammenzählt, kommt man ja nicht einmal auf einen Euro. Sowas tue ich in der Öffentlichkeit jetzt nicht mehr, weil ich jetzt ein gesetzter und älterer Herausgeber bin, aber früher hätte ich sowas gesagt. Ibiza und das Video, zwei Dinge, die die österreichische Politlandschaft erschüttert haben, was lässt sich dazu festhalten? Ich glaube, das habe ich versucht. Nächste Frage, lässt sich die Kurzpolitik mit einem Mangel an Respekt erklären? Der Justiz, dem Rechtsstaat, den Minderheiten gegenüber? Nein, glaube ich nicht, sondern mit einer unglaublichen Geringschätzung und zum Teil auch mit einer Ablehnung.
Ich habe als Abgeordneter Sebastian Kurz im Parlament erlebt. Jedes Videospiel war ihm wichtiger als die Debatte über ein bedeutendes österreichisches Gesetz. Er hat das Einzige, was ihn im Parlament beschäftigt hat, war sein Handy. Weil er gewusst hat, die Drecksarbeit wird vom Klubobmann erledigt. Ich habe selten jemanden auf einer Regierungsbank erlebt, der seine Geringschätzung mit solcher Überzeugung zum Ausdruck bringt. Lassen Sie uns zu einem tragischen, wichtigen Thema kommen. Pressefreiheit. Wie konnte es in Österreich zu dem kommen, was Sie beschreiben und welche Auswirkungen hat das? Ergänzt sich nur einen Satz. Das hat natürlich auch mit der ausgeprägten Boulevardisierung in Österreich zu tun. Wir haben keine Leitmedien wie den Spiegel, die Süddeutsche Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung. In der vergleichbar großen Schweiz gibt es eine Neue Zürcher Zeitung. Bei uns gibt es Grodno die Wiener Zeitung. Und die wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Wenn Sie in Österreich die Mediensituation verändern wollen, dann müssen Sie die Boulevardisierung ernst nehmen und die Auseinandersetzung am Boulevard beginnen. Und deshalb haben wir auch den Versuch unternommen, Zack Zack als ganz bewusst als Boulevardmedium im besten Sinn des Wortes zu positionieren. Unsere Botschaft ist, wir ziehen uns nicht in die Nebenplätze der gehobenen Berichterstattung, die kleinen Märkte abseits der Hauptstraßen zurück, sondern wir gehen auf den Boulevard und sorgen dort für Gegenverkehr. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben eine Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern gemacht und das Resultat war, bei über 4000 Rückmeldungen, Sonntagsfrage, 40% SPÖ, 28% Freiheitliche Partei. Nicht, weil wir freiheitlich schreiben, sondern weil wir die Leute erreichen. Und ein großer Teil der freiheitlichen Wählerinnen und Wähler, und das war immer meine Überzeugung, und da habe ich mich bei den Grünen nicht einmal ansatzweise durchgesetzt, das sind keine Unmenschen, sondern das sind Leute, denen es schlecht geht, die die Nase voll haben, die protestieren und die gehört werden wollen. Und wenn ihnen nur die einen zuhören, dann werden es nur die einen wollen. Und deswegen muss es Gegenverkehr am Boulevard geben. Das ist gerade in Österreich wichtig. Wir probieren das, wir sind noch nach wie vor ein sehr kleiner Gegenverkehr, aber jederzeit kollisionsbereit. Corona und Pandemie, ein nicht minder tragisches Thema. Wie schätzen Sie die Aktionen und Aussagen des Kanzlers ein? Jede selbst für sich verantwortlich oder eh nur ein Sommer wie damals? Das Problem ist, dass es nicht um Covid geht. Es wäre mit einer Fakten-, also evidenzorientierten Politik jederzeit möglich, eine gesundheitspolitische Strategie, und das geht über Gesundheitspolitik hinaus, zur Eindämmung und zur Überwindung der Pandemie zu entwickeln. Das ist schwierig, aber es ist machbar. Aber wenn man darauf verzichtet und sagt, mich interessiert der Propagandaerfolg, jede Situation in der Entwicklung einer Pandemie ist eine Chance für Propaganda. Und heute lasse ich in jeder Familie im nächsten Jahr einen sterben. Morgen geht am Ende des Tunnels das Licht an und dann ist wieder eine Katastrophe und dann haben wir die Pandemie besiegt und dann kommt die vierte Welle. Und egal was kommt, wichtig ist nur, dass mein eigenes Surfbrett oben auf der Welle ist. Dann stellen wir immer wieder fest, dass Propaganda das Beste ist, was dem Virus passieren kann, eine propagandaorientierte Politik. Aber diese Republik und viele Menschen persönlich zahlen einen immens hohen Preis dafür. Und das ist eine Frage jetzt wieder der Medienfreiheit. Wird darüber berichtet, wie hoch dieser Preis ist, den Menschen in Österreich und ihre Familien für eine propagandaorientierte Pandemiepolitik bezahlen? Und das ist eine der wichtigsten Fragen, nicht nur für betroffene Menschen. Jetzt kommt die schrecklichste Frage, welche Rolle spielt dabei auch der grüne Koalitionspartner, der ja schon zwei Gesundheitsminister gestellt hat. Das ist eine tolle Formulierung, der schon zwei Gesundheitsminister gestellt hat.
stellen wir so vor wie, ha, Gesundheitsminister, wir haben ihn gestellt. Ich will heute nicht. Ich will heute einfach nicht über die Grünen reden. Und wenn es nicht unbedingt notwendig ist, würden Sie mir eine große Freude machen, wenn ich das nicht muss. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ich habe diese Partei mitgegründet. Ich bereue nicht, sie mitgegründet zu haben. Diese Partei hat Erstaunliches in ihrer Geschichte geleistet. Und jetzt leistet sie sich Erstaunliches. Punkt. Herr Ho, Herr Benko sind Wegbegleiter. Die Schlagzeilen sind Ihnen nicht immer hold. Können Sie etwas dazu erzählen? Ich sage mal erstens, dass es keine Missverständnisse gibt. Ich war einmal in der Pratersauna, Entschuldigung. Ich war einmal in der Pratersauna, es war seltsam. Und ich war nie im Member X-Club und das andere kenne ich auch nicht. Herr Ho und Herr Benko sind nicht Wegbegleiter. Herr Ho und Herr Benko sind Teil eines in Russland entwickelten österreichischen Systems. Nämlich der engen und vollkommen neuen Verbindung von Oligarchen und autoritärer Partei. Die neue ÖVP ist ohne ihre Oligarchen nicht denkbar, nicht lebensfähig und auch nur teilweise handlungsfähig. Früher haben Unternehmen Parteien finanziert, aber Oligarchen tun ganz was anderes. Sie kaufen öffentliche Meinung, sie kaufen Zeitungen. Sie kaufen alles, was im Weg steht und sie klagen alles nieder, was sich in den Weg stellt. Das sind Oligarchen. Das geht von Novomatic über Benko bis Ho. Wir werden in der nächsten Zeit in Zack Zack viel über das System Ho berichten. Ich werde ihm heute nicht vorgreifen. Aber ich sage nur eins. Diese Mischung aus Martin Ho, Pratersauna, Member X Club und Bundeskriminalamt wird uns in den nächsten Wochen und Monaten in sehr, sehr hohem Maß beschäftigen. Und ich habe vor, wenn wir das alles publiziert haben, meinen alten Freund Luca Orlando, den Bürgermeister von Palermo, nach Wien einzuladen, damit wir ein Gespräch führen, was die sizilianische Mafia von Österreich lernen kann. Die letzte Frage von Julia, die sie leider nicht halt selber stellen kann und auch nicht erklären kann, weil das toll gewesen wäre, wenn die Julia erklärt hätte, mit ihrem ganzen Wissen über Russland und Österreich, warum sie diese Fragen so stellt. Lautet die Verflechtungen des Systems kurz, lesen sich wie ein Krimi. Können Sie eventuell ein erhellendes Licht ins Dunkel werfen für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, es aber ihm unbedingt tun sollten? Könnten bitte alle Analphabeten und Analphabetinnen in diesem Raum jetzt die Hand heben, damit ich weiß, wem ich das Buch vorlesen soll? Es hat sich niemand gemeldet. Dem Rest mache ich den Vorschlag, kauft es euch und lest es. Ich bin nicht bereit, mein Buch vorzulesen. Aber das mit dem Krimi ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wie schreibst du so ein Buch? Eine klassische politische Analyse würde die Menschen nicht erreichen und außerdem ist es ungeheuer spannend, zu schreiben und dann auch zu lesen, wie eine kleine Gruppe mit einer Person an die Spitze, der eine seltsame Mischung aus Grasser und Dollfuss darstellt. Wie geht das? Was tun sie? Mit welchen Tricks, mit welcher Ausnutzung von Gesetzeslücken? Mit welchen seltsamen Allianzen zerstören Sie einen Koalitionspartner nach dem anderen? Saugen Sie eine Partei nach den anderen
wie politische Vampire aus, bis da blutmäßig nichts mehr da ist. Machen Sie halt eine Blutmessung bei der Freiheitlichen Partei oder bei den Grünen. Na, bei den Grünen kommen Sie vielleicht noch auf einen halben Liter. Mehr ist da nicht mehr. Und das ist wesentlich auf dem Weg zur absoluten Macht. Und das wird in Österreich schwieriger und das wird mein letzter Punkt sein. Auf dem Weg zur absoluten Macht geht es auch darum, die sogenannten Partner und möglichen Alternativen in möglichst hohem Maß zu diskreditieren, zu beschädigen und auch zu zerstören. Die Grünen werden auch deshalb bewusst dermaßen beschädigt und fast zerstört, weil damit eine mögliche politische Alternative auf längere Zeit ruiniert werden kann. Diese Koalition ist ein Anschlag auf die Grünen. Das ist eines ihrer wesentlichen Merkmale und wesentlichen Ziele. Und es ist schrecklich, dass das die Grünen oder eine Mehrheit der Grünen möglicherweise zu spät verstehen. So, was passiert letzten Endes? Wir verkaufen jetzt demnächst die dritte Auflage, dann machen wir hoffentlich noch eine. Und dann setze ich mich hin und überlege mir den zweiten Teil. Und der zweite Teil handelt nicht mehr von Politik. Der zweite Teil handelt von organisierter Kriminalität. Beim zweiten Teil geht es um was ganz anderes. Das Wesentliche dieser Regimes, egal ob in der Türkei, in Ungarn, in Russland oder auch in Österreich, ist, dass es immer diese Komponente gibt. Vergessen Sie eines nicht. Wenn auf diese harte und zum Teil gesetzwidrige Art und Weise die Macht übernommen wird, dann geht es um die Macht in allen Bereichen. Und dann kommt, und das ist der einzige Bereich, den ich nicht erwähnt habe, auch die Wirtschaft dran. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich versucht habe herauszuarbeiten. Die ganze Kasach-Geschichte hatte überhaupt nichts zu tun mit dem wahrscheinlich unqualifizierten freiheitlichen Vorstandsmitglied Peter Sidlo. Das war eine Fußnote. Es ging auch nie um die Kasach. Es ging immer um die ÖBAG, um die Aktiengesellschaft, die es dann geworden ist, die fürs Finanzministerium Bundesanteile in Unternehmen mit 135.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kontrolliert. Das größte Industrie- und Energiekonglomerat dieser Republik. Und im Zentrum dieser Aktion ist gestanden, dass Sebastian Kurz wollte, dass die ÖBAG-Kompetenzen aus dem Finanzministerium ins Bundeskanzleramt kommen. Genau das, was Orban gemacht hat, genau das, was Putin gemacht hat, genau das, was Netanyahu versucht hat und genau das, was Erdogan erfolgreich bereits absolviert hat. Da gibt es ein Prinzip, das heißt, was für die Wirtschaft schlecht ist, ist für die ÖVP gut. Das schädigt Unternehmen, weil dort genau dann solche Leute sitzen und für das Wohl der Partei sorgen und möglicherweise auch für das finanzielle Wohl. Die Unternehmen selbst werden dadurch immer geschädigt. Und das ist der letzte Punkt, der mich etwas optimistischer stimmt. Österreich ist nicht Ungarn. Wir haben nach wie vor einige halbunabhängige und nicht nur uns als unabhängiges Medium. Wir haben nach wie vor wesentliche Teile der Justiz, die nicht von der ÖVP übernommen werden konnten. Wir haben nach wie vor ein Verhältniswahlrecht und kein Mehrheitswahlrecht wie in Ungarn, das wesentlich dafür mitverantwortlich war, dass mit einem gar nicht überwältigenden Wahlergebnis die Fidesz von Viktor Orban die Verfassungsmehrheit erringen konnte. Wir haben noch etliche Schutzmechanismen eingebaut und etliche Dämme vor Sebastian Kurz, die noch nicht gebrochen sind. Ausgehend von diesen Dämmen können wir die Demokratische Republik Österreich und den österreichischen Rechtsstaat verteidigen. Diese Verteidigung lohnt sich. Und wie können wir das am besten verteidigen? Indem Sie alle mein Buch kaufen und Mitglieder des Zack-Zack-Club werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.